So, herzlich willkommen zum Vortrag über Ratingagenturen und ihre Bedeutung. Dabei gehe ich genauer ein, ob Europa allgemein eine eigene Ratingagentur braucht. Dafür habe ich das Ganze untergliedert, und zwar in die Bereiche: Was sind Ratingagenturen, die Macht der Ratingagenturen und Europas Ratingagentur. Beim ersten Punkt gehe ich noch genauer auf die Geschichte von Ratingagenturen ein, die Arbeitsweise und The Big Three. Fangen wir nun an mit der allgemeinen Überblick über Ratingagenturen. Hier habe ich einen Geschichtszeitstrahl erstellt. Zunächst muss ich sagen, dass der primäre Fokus hierbei auf den Vereinigten Staaten liegt, eben weil diese den wichtigsten Einfluss durch ihre Ratingagenturen haben und auch die ersten waren, die solche hatten. Und genau, das Ganze hat 1868 angefangen mit dem Manual of the Railroads of the United States, als Henry Vernon Poor mit dem ersten Versuch, Eisenbahngesellschaften für potenzielle Anleger zu bewerten, scheiterte. Der erste offizielle Anlauf oder Erfolg einer Ratingagentur war 1907 durch Moody's. Und zwar hat der Gründer John Moody mit der Gründung im Jahr 1907 erreicht, dass zum ersten Mal Eisenbahngesellschaften systematisch bewertet werden konnten, und diese Information dann gegen eine Gebühr an die Investoren weitergegeben wurde. 1913 kam dann die Ratingagentur Fitch dazu und 1918 wurden Staatsanleihen mit aufgenommen. 1919, und zwar im April, wurde dann definiert, was diese Staatsanleihen genau sind. Und zwar beziehen die sich laut Moody's auf die relative Kreditwürdigkeit einer Regierung, bestehend aus Kreditfähigkeit und Willen der Rückzahlung. 1929 gab es dann den ersten großen Rückschlag für die Ratingagenturen, und zwar am sogenannten Black Thursday. Das war der erste große Börsencrash, hat auch die große Rezession in den USA eingeleitet. Und da haben die Ratingagenturen es verpasst, die Staatsschuldenkrise vorherzusagen, und reagierten daraufhin mit massenhaften Herabstufungen, was dazu führte, dass innerhalb von 2 Stunden ganze 11 Milliarden US-Dollar verloren gegangen sind. Und das ist vergleichsweise, waren das 1,5% des damaligen Bruttosozialproduktes der USA. 1936 kam dann der Zwang zum Investment Grade. Und zwar müssen Banken nur noch Emissionen und Forderungen mit Mindestrating herausgeben. Dadurch wurden sie gezwungen, erstmals externe Ratings zu übernehmen. 1941 wurde dann Standard & Poor's gegründet, beziehungsweise ging aus einer Fusion heraus. Da komme ich aber später auch nochmal drauf zu sprechen. 1968 bis 1974 wurden die Staatsanleihen, die 1918 aufgenommen wurden, von Standard & Poor's pausiert, beziehungsweise nicht mehr bewertet, weil aufgrund des starken Wirtschaftswachstums die Zahlen nicht schnell genug aktualisiert oder repräsentativ gewesen wären. 1975 kam dann oder legte die US-Börsenaufsicht fest, dass nur noch Ratingagenturen Unternehmen bewerten dürfen, die am amerikanischen Kapitalmarkt gelistet sind. Das heißt, zu dem Zeitpunkt war dann eine Bewertung durch die Ratingagenturen Pflicht. 1982 wurden dann Länderratings aufgenommen. Grund hierfür war, dass die Länderrisiken insbesondere in Entwicklungsländern zunahmen. Im Folgenden, 1986, kamen dann Fremdwährungsrisiken dazu. Und dieses gesamte Währungssystem wurde in den 80er Jahren allgemein im Rahmen der IWF auf Entwicklungsländer weltweit angewandt und in den 90er Jahren dann im Rahmen der BIZ oder durch die BIZ, also der Bank für den internationalen Zahlungsausgleich, globalisiert. Und in diesem Schritt hat sich auch die EU diesem US-amerikanischen Rating-Agenturensystem unterworfen oder untergegliedert. Jetzt im nächsten Schritt gehen wir auf die allgemeine Arbeitsweise von Rating-Agenturen ein. Da habe ich hier links die großen drei, the Big Three, aufgelistet. In der Mitte sieht man den Kapitalmarkt und rechts Anleger und Investoren. Grundsätzlich arbeiten Ratingagenturen dafür, dass sie allgemeine Kreditratings für Schuldinstrumente, wie zum Beispiel Anleihen, sowie für deren Emittenten erstellen. Dadurch sollen sie in der Theorie zumindest zur Transparenz des Kapitalmarktes beitragen. Dabei wird insbesondere Wert auf die gerechte Bewertung der Waren und Dienstleistungen gelegt, sodass sowohl Emittenten als auch Kunden bzw. Anleger und Investoren mit dieser Bewertung zufrieden sind und für diese für beide auch fair ist. Ratingaktivitäten der Agenturen müssen im Einklang mit den Grundsätzen der Integrität, deswegen diese Waage, Transparenz, deswegen diese Lupe, Rechenschaftszeit, dieses Schild, Verlässlichkeit,
Das ist, die UR steht dafür da und gute Unternehmensführung stehen und müssen unabhängig, objektiv und von angemessener Qualität sein. Das sind die Grundvoraussetzungen dafür, dass Ratingagenturen Vertrauen genießen, was sie heutzutage auch tun, zumindest größtenteils, da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Die Ratingagenturen sorgen mit ihren Ratings für diese Produkte, die es eben auf dem Kapitalmarkt gibt, für eine Skala, die verwendet werden kann. Und somit können die Anleger aufgrund einer Wissensgrundlage entscheiden oder einfach entscheiden, ohne sich selber ausführlich informieren zu müssen, in welchen Teil des Kapitalmarktes sie ihre Investments tätigen oder fließen lassen. Dafür gibt es sogenannte Bewertungsskalen. Ich habe jetzt hier nochmal diese bekannte Grafik von den drei Ratingskalen aufgelistet. Da gehe ich jetzt nicht genauer drauf ein. Wer sich das aber angucken will, kann das gerne machen. Hier gibt es die oberen Teile. Dieser obere Teil wird allgemein als investierbar oder als gut investierbar, lohnenswert empfohlen. Und der zweite Teil sind risikobehaftete Papiere. Bis zu D ist komplett zahlungsunfähig und tot. Also diese rote Skala hier unten ist eigentlich nicht erstrebenswert für alle Arten von Investment. Kommen wir nun zum Vergleich von den Big Three. Und zwar lässt sich grundsätzlich sagen, dass diese drei die größten Agenturen sind und die zusammen machen knapp 93% des gesamten weltweiten Marktanteils von Ratingagenturen aus. Gegründet wurden sie, wie ich vorhin schon erwähnt habe, 1907 Moody's, 1941 war das Standard Poor's, was aus einer Fusion aus HV, HW Poor und Co. fusionierte. Und Fitch Ratings 1913 gegründet. Der Umsatz von den Unternehmen ist nach der Größe gemessen oder nach dem Marktanteil gemessen. 6,7 Milliarden für den größten Standard & Poor's, 4,6 Milliarden für Moody's und 1,7 Milliarden für Fitch Ratings. Oh, falscher Klick. 11.000 Mitarbeiter, 22.500 Mitarbeiter, was sich auch wieder ungefähr an den Größen widerspiegelt. Und die Anzahl an Standorten, an denen die Firmen vertreten sind. Das ist einfach nur ein grober Überblick, hat jetzt keinen großen Einfluss darauf, was die Ratingagentur macht oder kann. Kommen wir nun zur Macht der Ratingagenturen. Und da habe ich einfach ein paar Beispiele mitgebracht, um das mal klarzustellen, was die bewirken können. Und zwar anhand der Finanz- und Wirtschaftskrise, die 2007 angefangen hat. Und zwar hat das Standard & Poor's sehr gerne dieses AAA-Rating auf Aktien und Finanzprodukte gelegt, die kombiniert oder die verschieden schlechte Produkte kombiniert haben und denen dann eben eine gute Bewertung gegeben. Im Rahmen der Wirtschaftskrise, die 2007 einsetzte, mussten dann zahlreiche dieser AAA-Produkte zu CCC heruntergestuft werden, und zwar ungefähr 50%. Das hat dann dazu geführt, dass zahlreiche Häuser und Immobilien deutlich günstiger wurden, der Immobilienmarkt zusammengebrochen ist und daraufhin viele Kredite und Zahlungen nicht mehr getätigt werden konnten. Dadurch hat sich diese Spirale des Abwärtskreislaufs weiter intensiviert und die Immobilienblase und die Finanzkrise ist so Kraft getreten, wie wir sie kennen. Ein anderes Beispiel für die Macht von Ratingagenturen sieht man hier. Und zwar geht es da im Allgemeinen darum, dass nicht immer im Interesse der EU oder in anderen Interessen gehandelt wird, sondern die Ratingagenturen primär amerikanische Interessen vertreten. Das ist zumindest so die Behauptung, die im Raum steht. Der Grund, warum ich diese Zeitungsausschnitte hier mitgebracht habe, also Griechenland weiter herabgestuft, Fitch stuft Italiens Bonität herab, Griechenland wird herabgestuft, Euro atmet durch, Fitch bestätigt Italiens Rating bei BBB-, heißt einfach nur, dass sobald die Herabstufung unter ein gewisses Niveau fällt, werden damit Pensions-, Rentenkassen und andere Investoren gezwungen, ihre Positionen aufzulösen. Das liegt daran, dass in den Vorlagen oder in den Vorgaben, die die Investoren und Fondsmanager haben, angegeben ist, was das minimale Rating von Papieren sein darf, da es ja dabei um wichtige Rücklagen gibt, zum Beispiel für die Rentenkasse, die staatliche und weitere. Das führt dann dazu, dass der Kreislauf weiter fällt, sobald eben ein Rating herabgestuft wurde. Und BBB- ist, wenn wir uns zurückerinnern an diese Folie, ich mache es mir mal kurz auf, BBB- hier sieht man es, ist die letzte Stufe von investierbar. Und wenn Italiens oder Griechenlands Kurs noch weiter herabgesetzt wird, dann gilt es nicht mehr als investierbar und es werden starke Verluste hingenommen werden müssen. Die Lösung hierfür, zumindest für das Interesse der EU, wäre eine europäische Ratingagentur. Und das wird jetzt im Kurzen vorgestellt. Dazu möchte ich noch kurz betonen, dass ich hierbei nicht
auf die gescheiterten Projekte eingehe, die ja auch in den Folien von Herrn Dupatka schon vorgestellt wurden. Ich fokussiere mich rein auf die Scope Group, also ein aktuelles europäisches Ratingagenturenprojekt, und stelle das Ganze mal kurz vor. Die Scope-Gruppe wurde 2002 von Florian Schöller und Stefan Quandt in Berlin gegründet. Beide haben jeweils insgesamt 40% Anteil an der steuernden Teil der Unternehmensgruppe Scope Management SE. Und zusätzlich steuern beide insgesamt 20% zur Scope Foundation bei, also dem Teil, der die Liquidität der Gruppe sicherstellt. Weitere Mittel stammen von Scope SE und Co. auf KMAA, also Kapitalgesellschaft mit Aktien, und die sich mittels einer Gruppe von Versicherern wie Signal Iduna und HDI Kapital finanziert. Also diese Scope SE Kapitalgruppe wird von Versicherern finanziert und diese und ein Teil und diese 20% von den beiden Gründern stemmen einen Großteil des Kapitals für die Scope Foundation, die Scope Gruppe macht gemein. Seit Gründung steht die Anerkennung der EZB als Ratingagentur aus. Das heißt, das Ziel ist noch nicht erreicht, dass es eine offiziell anerkannte Ratingagentur in der EU ist. 2018 wurde hierfür allerdings die erste Hürde genommen. Und zwar wurde die Mindestabdeckung von Anleiheemittenten und Schuldtiteln aus der Sicht der EZB erfüllt. Das ist ein wichtiger Schritt und das muss jetzt für zahlreiche Jahre in Folge sichergestellt werden, damit dann anschließend der Status als Ratingagentur von der EU anerkannt wird. Frühestens Ende 2021 ist diese Aufnahme zu erwarten, weil dann die Frist, also diese 3 Jahre, dass die Finanzmittel sichergestellt sind, erreicht ist. Anfang Juni letzten Jahres gab es allerdings einen heftigen Rückschlag, weil die europäische Finanzmarktaufsicht ESMA Scope wegen Mängeln an den Bewertungsprozessen mit einer Strafzahlung von 640.000 € belegte. Abschließend lässt sich also sagen, dass es jetzt schon in der EU ein Projekt gibt, was auch schon auf einem recht guten Weg ist, eine Ratingagentur zu werden. Dies kann bereits Ende diesen Jahres aufgenommen werden, also Ende 2021. Ist unabhängig von den großen dreien Moody's, S&P und Fitch. Und würde im Sinne der EU handeln und sicherstellen, dass Länder nicht unnötig und gegen den Sinn des Euros herabgestuft werden. Letztendlich bleibt es aber eine Sache der Politik und insbesondere der EZB zu entscheiden, ob diese Ratingagentur es schafft, den Sprung auf, nehmen wir es mal, produktiv zu setzen und effektiv arbeiten zu können, um eben diesen Marktanteil von den 93% der US-amerikanischen Big Three zu brechen, und somit sicherzustellen, dass auch andere Interessen von Ratingagenturen gewahrt werden.